Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier von Modern Warfare 2. Schön, dass du wie immer eingeschaltet hast. Mein Name ist Melek und falls du natürlich da draußen den Kanal nicht abonniert hast, dann lass auch sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Liebe Freunde, MW2 oder soll ich sagen Activision hat so ein neues Update rausgebracht und ich habe mich immer wieder so gefragt, was sie da eigentlich uns immer wieder auftischen. Tatsächlich lese ich diese ganzen Updates nicht immer so zu 100%. Ich finde es aber mega spannend, die halt auch immer zu spielen. Und deswegen teile ich das auch natürlich mit euch, weil sehr viele Modern Warfare 2 kritisieren. Ich denke aber anders. Ich finde, dieses Game macht ultra viel Spaß. Und deswegen spielen wir heute die Map Himmelmatt, beziehungsweise Expo 24/7. Los geht's. Und ich bin natürlich auch auf eure Kommentare gespannt. Und ich werde vor allem, das sage ich euch einfach mal so, die M4A1 spielen. Und ihr seht die wahrscheinlich jetzt hier auch gerade, also unschwer. Und das ist tatsächlich meine Lieblingswaffe. Ich zeige die super gerne, weil ich die halt auch liebe. Und ich finde, dass das eine relativ gute Skillung natürlich ist. Ich werde das natürlich wie immer kommentieren und einfach mit euch teilen, so generell, ne, wie ich die Waffe und so finde. Und genau, wenn ihr natürlich eure Lieblingswaffen irgendwie vorstellen wollt oder wie ihr die skillt und so, wo ihr selber sagt, die ist mega krass und heftig, du musst die unbedingt mal spielen, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil da kann ich sie auch probieren und vorstellen natürlich auch. Und ich würde das dann so machen, dass ihr, dass euch einfach euer Kommentar einfach dann im Video irgendwie erscheint. Und genau, das finde ich halt ultra cool. Los geht's. Eieiei, das wird ein Spaß. Ich kenne die Map tatsächlich nicht. Falls ihr irgendwelche Lags sehen haben solltet, dann ist das deshalb so, weil die Map irgendwie laden muss. Also wir spielen auf einer 3080 Ti, deswegen nicht wundern. Saber 1, Zielobjekte absperren und verteidigen. Ah, okay. Charlie wird gesichert. Ich finde, also, sorry, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen dazwischen wieder rede. Es ist und bleibt ein unnormal geiles Spiel. Digga. Es leckt, ich sehe das jetzt auch schon. Ein bisschen leckt es. Feind sichert Bravo. Oh je. Yeah. Alpha wird gesichert. Oh, hier kommt einer safe. Werf eine Granate geworfen! Feinde! Nice. Ich sag euch das so mal so. Nein! Ich schwör's euch, ich hab's gesehen. Ich hab mich geduckt, dann hab ich ihn gesehen. Shit. Ich hätte lieber mich lieber bewegen sollen, ey. Shit. Ah, das war knapp. Ist also, ich muss sagen, ich hab natürlich jetzt kein Visier wirklich so drauf oder so, aber dennoch eine Zuckerwaffe. Es ist so eine geile Waffe, Digga. LOL! Wie hat er das predicted? Oh mein Gott, der hat einfach von der, also irgendwie vom anderen Planeten geschossen und hat mich dann getroffen. OMG, ehrlich. Diese Waffe ist so. Ach shit. Granate. Shit. Shit, 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 da habe ich zu stark gepusht. Das war jetzt überhaupt nicht schlau, wie ich gespielt habe. Also, ich will auch nochmal hier anmerken, das sage ich eigentlich in jeder Episode von MW2, dass ich halt überhaupt kein Pro in dem Spiel bin oder so. Ne? Also, das nur mal so vielleicht gesagt. Also, ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel. Das sage ich euch mal so. Oh, shit, da war einer. Mich würde es nicht wundern, wenn er gleich... Ah, Junge, der nimmt einfach drei Leute mit. Digga, ist das arm. Der hat einfach alle abgestorben. Dass ich, also ich habe auch nie von mir, geäußert, dass ich irgendein Pro bin oder so. Also ich, das bin ich sowieso nicht, ne? Ich bitte euch. Lade nach. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Lade nach. Charlie wird gesichert. Ich glaube, der ist, die kommen sowieso hier oben lang. Zielobjekt Charlie gesichert. Shit, shit, shit.
Ich muss sagen. Ah nein, den hätten wir auch fast gehabt. Aber nur fast. Ich muss auch eine Sache anmerken, das ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen vorhin. Viele kritisieren die Maps bei COD. Aber wenn ihr diese Map spielt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht das Spiel extrem Spaß. Ultra Spaß sogar. Ich verstehe es beim besten Willen. Ich nice, natürlich. Hab einfach knifen lassen. Auch sehr gut. Scheiß Camper. Ich verstehe das beim besten Willen unter uns jetzt. Ich verstehe das nicht. Warum so viele diese ganzen, also ich sag's einfach mal so, also dieses COD so hart zu Tode kritisieren. Also ihr. Hinter dir. Bravo wird gesichert. Ja, hinter dir. Lade nach. Wir kontrollieren Bravo. Wir haben Charlie verloren. Deswegen liebe ich diese M4. Ich lade nach. Ich bin einfach durch die Gasse gesprungen und hatte ihn direkt. Und wo ist der? Wo ist der? Shit, ich bin einfach durch jetzt. Der Feind hat zwei Zielobjekte aktiviere DDoS. Der war doch hier gerade. Wir nehmen Alpha. Wir verlieren Bravo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommt gleich einer. Granate geworfen. Zielobjekt Alpha gesichert. Der Feind hat Bravo eingenommen. Wir nehmen Bravo ein. Na, nichts, Mist, da war ich zu obvious. War zu obvious, hat mich einfach direkt killen lassen. Das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Aber was ich halt sagen will, ist halt, sehr viele kritisieren halt COD so unnormal geisteskrank, so. Da ist einer. Wechsel das Magazin. Hier hinten. Okay, der ist schon tot, alles klar. Schon voll umsonst geworfen. Nice. Ja, nice. Nice, danke schön. Danke, ist klar. Das ist so, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, wenn ihr diese, also wenn ihr, also das macht ultra viel Spaß, ich weiß nicht. Mir macht das ultra viel Spaß. Und ich verstehe die Kritik auch nur bedingt, wenn ich ehrlich sein soll. Also, so unter uns jetzt einfach, ne? Oha, die nehmen es aber echt auseinander, oder? Obwohl wir mehr, capturen. Ich glaube, das könnte eine sehr knappe Runde werden. Oder wir verlieren Haus hoch, wenn keiner mehr capt oder so. Dieser She-Wolf, oder wie der Typ heißt, der nimmt auseinander, der nimmt es safe auseinander. Hier war, glaube ich, einer. Drohne aktiv. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Der Feind hält alle Zielobjekte. Ja, das meinte ich. Krass, ich habe den Viper S einfach geholt. Krass, habt ihr gesehen? Ich wusste, da könnte einer sein. Ich wusste es irgendwie. Der kommt gleich oder so, dachte ich gerade. Guck mal, das ist jetzt halt wirklich, wirklich peinlich jetzt, ne? Guck mal, unsere Leute können nicht durchpushen. So, das ist so traurig eigentlich. Statt einfach wirklich durchzupushen, mal so ein bisschen Pressure zu machen. Wir werden kassieren. Guck mal, 115, die holen ein. Die haben... Das ist richtig traurig jetzt gerade, ehrlich. Ja, das hasse ich eigentlich auch mit so Teammates. Ich meine, ich bin auch nicht der Beste, aber trotzdem. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir haben die Führung verloren. Ja, warum wohl? Bravo wird gesichert. Alpha gesichert. Hier kommt einer. Ah, shit. Ich dachte unten links statt oben rechts. Wir nehmen Charlie ein. Ja, danke schön. Ich sterbe jetzt schon zum was weiß ich wievielten Mal. Ich bin ganz alleine bei B. Ganz alleine, Digga. Granate geworfen. Werf eine Granate. Ja, ich wusste, dass da einer ist. Digga, ganz ehrlich, jetzt mal ehrlich und offen, das sind zwei Leute mindestens, die campen da die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ne? Das ist so dermaßen ekelhaft. Ich schwör's dir, das ist richtig ekelhaft, das sind drei Spieler oder so. Zwei, drei Spieler. Böse, böse, böse. Und unsere Teammates einfach wirklich gehirntot sein Urgroßvater. Ja, guck mal, guckt euch den einen Spieler an. Wo ist der Typ? Also, wir werden kassieren, wir werden verlieren. Dieses Match ist gelaufen, ganz ehrlich. Guck mal hier, C ist hier. Und die Leute rennen an C vorbei. Wir nehmen Charlie
Kali ein. Das kannst du vergessen, ehrlich. So ein Schrottteam, unfassbar, ehrlich. Der Feind hat zwei Zielobjekte. Unfassbar Schrottteam, also so ein unfassbar, unbeschreibliches Schrottteam habe ich in meinem Leben noch schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich. Ehrlich, die holen uns von überall. Campen bis zum geht nicht mehr und wir kassieren einfach von oben bis unten. Traurig, ehrlich. Wir nehmen Bravo ein. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Bravo gesichert. Ja, hier kommen sowieso welche, ich weiß es. Ich hab's schon gedacht. Da wusste ich, da habe ich auch gedacht, da könnte einer kommen. Wir haben so viele Punkte verloren. Das ist schon richtig traurig sogar. Guck mal, wie viele schon. Wir haben sogar welche, die geliefert sind. Also, dennoch kann ich das Urteil fällen, dass dieses COD Spaß macht. Und zwar sehr viel Spaß macht. Nice, danke. Nice, danke. Alpha wird gesichert. Feind am Boden. Ekelhafter Hund. Ehrlich, ich fühle mich voll allein in dem Game. Ich bin. Guck mal, die Leute campen, also campen nicht, machen nichts. Guck mal, wir haben wieder zwei Posten verloren. Auch wenn wir weniger Spieler sind, hat es ja auch gar keinen Unterschied gemacht, als wir mehr Spieler waren. Ekelhaft. Und ich bin wieder tot. Ich bin zu obvious rein. Wir nehmen Alpha ein. Oh mein Gott. Rennen um dein Leben. Wir kontrollieren Alpha. LOL. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Feind sichert Alpha. Wir verlieren Bravo. Wir haben Alpha bitte, verloren. Bitte, bitte. Guck mal, wir haben wieder alle. Charlie gesichert. Das ist traurig, echt. Wir haben Bravo verloren. Feindlicher Taktikeinstieg offline. Verbündete Drohne online. Feindliche Drohne aktiv. Aktiviere DDoS. Lol, echt. Das ist schon richtig peinlich. Richtig peinlich, wirklich. Ich fühle mich wirklich ohne Scheiß. Guck mal, wir haben sogar einen deutschen Spieler im Team. Ich meine, der ist auch gut, keine Frage. Aber irgendwie ist das schon peinlich. Also das, was wir da kassieren. 172. Wir haben dieses Match wirklich verloren, nur wegen ein paar Müllidioten. Also sorry. Irgendwelchen Idiotensöhnen. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben, ehrlich. Werfe eine Granate. Granate geworfen. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Holt sie euch. Zielobjekt Bravo ist gesichert. Ja, ich hab's mir schon gedacht, ganz ehrlich. Trotzdem, GG. Es war ein gutes Spiel an sich. Also es war spannend, so kann man sagen, finde ich. Muss man jetzt nicht übertreiben. Natürlich gibt es bessere Matches und so. Es ist kein Pro-Gameplay, Leute. Es ist kein Pro-Gameplay, aber trotzdem. Ich finde es trotzdem geil. Ich finde es trotzdem gelungen. Es ist ein geiles Spiel, sagt, was ihr wollt. Es ist ein geiles Spiel. Und das ist auch eine geile Map gewesen. Also ich finde die Map gut. Ich finde, die hat richtig Spaß gemacht. Also ich kannte die Map tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist einfach so durch ein Update oder so gekommen. I don't know. Aber ja, geil, geil. Auf jeden Fall, geil. Genau, ich zeige euch jetzt auch nochmal ganz kurz die Waffe ganz schnell. Also, ich habe da jetzt auch nichts groß gemacht, ehrlich gesagt. Also, so sieht die Waffe aus. Das ist meine M4, wie ich sie aktuell geskillt habe. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich finde die richtig gut. Die ist auch gut. Also, ich finde die wirklich gut. Ich meine, guckt euch die Stats an. Die Modifikation und Längs, das spricht eigentlich für sich. Ne? Alles so ein bisschen balanced so. Wenn ihr damit gut umgeht, dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Also hier zum Beispiel, ich zeige euch das hier. Ja. Genau. Das ist so das, was ich sagen kann. Genau, bis dahin. Ciao, ciao.